Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche mit einem wilden Glurak. Da werden einige sagen, oh mein Gott, was ist da denn los? Andere würden wieder sagen, ja, was ist da jetzt so Besonderes dran? Denn es ist ja immer noch das Pikachu-Event zu dem Kinostart von dem Film Meisterdetektiv Pikachu. Und deshalb gibt es natürlich auch Glurak vermehrt in der Wildnis. Manche haben noch gar keins gefangen, andere haben schon 100 gefangen. Und manche sagen, ja toll, jetzt wird das den Leuten wieder hinterhergeworfen, so wie ich. Denn ich musste damals mit meinem Glumanda 2000 Kilometer laufen, damit ich endlich die Bonbons hatte und jedes Glumanda mit gelber Beere fangen, bis man endlich das Glurak entwickeln konnte, aber das ist ja auch schon 10 Jahre her. Dann hat die Sally Maus natürlich ein Dratini gebrütet mit 96%, auch richtig gute Sache, Dragoran immer noch richtig cooles Pokémon. Dann habe ich mein bestes Vesprit gefangen mit 93%, bis jetzt 15 Angriff. Aber das ist ja auch noch ein bisschen da. Chillen voll ab, ne? Rayquaza und Meisterdetektiv Pikachu. Rayquaza leider nicht im Film dabei gewesen. Heute früh war auch wieder eins da, zeigt uns Bob the Rob hier in der Caritas Gas, wie ein weiteres wildes Glurak durch die Gegend geflogen ist. Jetzt hat sie schon 3 gleichzeitig, denn die Super Sani, die hört nicht auf, die sammelt weiterhin die Lucky Friends. Und da sie sie ja nie nutzt und den Trade nicht macht, hat sie also immer mehr und jetzt hat sie schon 3 gleichzeitig. Dann war ich in Stuttgart schon unterwegs und habe ein wildes Relaxo gefunden, wie man hier sieht auf dem Bild. Richtig genial, das war hinten auf der Hutablage bei einem Auto. Das habe ich mal mitgenommen, fotografiert. Der Horst of Death, also der Kalsari-Kellen, zeigt uns, da ist er mit seinem Shiny Griffel, was eben auch mit dem Event eingeführt wurde. Der Brian mit einem 96%igen Ditto aus der Quest, Level 15. Und der Spooky Spaghetti setzt noch einen drauf. Ja, hatte damals Glück, als ich die Meltans am C-Day zu denen verwandelt hat. Als sich die verwandelt hatten. Gut, haben wir das auch geklärt. Der hat nämlich damals ein 100%iges Ditto auf Level 28 bekommen. Das ist richtig krass. Dann wieder vom Kenny, wieder der falsche Account, aber ein 100%iges Lucky Snubbull getauscht. Die Terrorzicke heute Morgen auf dem kleinen Account aus dem 10-Ei geschlüpft. Und das finde ich immer ganz besonders cool, wenn ihr ein Shiny aus einem Ei ausbrütet. Beziehungsweise bei den Baby-Pokémon ist das ja öfter so, obwohl die schon selten sind. Aber wenn ihr ein normales, wie ich damals mit dem Dratini, da war ich auch richtig überrascht, oder ein Shiny Shinux aus einem 10er-Ei, richtig krasse Sache. Habt ihr schon mal einen Shiny Shinux aus einem 10er-Ei bekommen? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Das hat zwar nichts mit Pokémon zu tun, aber fand ich trotzdem richtig genial vom Paiku. Ich brauche dieses Buch, denn da sitzt einfach eine Frau im Bus oder Bahn, sonst was, mit einem Buch How to Sleep Well, wie man also gut schlafen kann. Und das scheint ja zu funktionieren, weil sie schläft ja einfach nur. Dann auch in Stuttgart unterwegs gewesen, mit der U-Bahn, S-Bahn, mit der US-Bahn, sagen wir mal. Und ja, war ein Flamara-Raid, bin ich dran vorbeigekommen. War die Arena noch weiß? Ich habe doch zu Bismuck gesagt, hey, war die Arena nicht weiß? Da hätten wir es doch reinsetzen können. Ja, nee, die war nicht weiß. Und auf dem Rückweg ist ja dann der Raid schon dran gewesen. Die war natürlich weiß. Haben wir verschwitzt, uns da reinzusetzen. Dann beim Stefan Landei, fertig mit Griffel, jetzt nur noch EP-Grinden, mein Main. Der hat also auch einen Shiny Griffel bekommen und ja, der sammelt wahrscheinlich nur eins, entwickelt das dann, weil der die Shinies nicht auf der Hand braucht. So kann man es natürlich machen, um sich das Leben leichter zu machen. Dann gelbe Beere, Hyperball, 20 Bonbons, First Try, habe ich auch ein wildes Glurak gesehen. Hab deshalb eine gelbe Beere genommen, die Sananabeere, weil ich das unbedingt mit 20 Bonbons fangen wollte. Und im ersten Ball war es direkt drin mit dem Hyperball. Das war richtig cool, das habe ich glaube ich sogar aufgenommen. Und vielleicht kann ich das irgendwo nochmal reinschneiden. Dann der Brain aus Thema, auch mit einem 100%igen Ditto aus der Forschung, also aus der Feldforschungsaufgabe. Wenn ihr da also einen Zubat bekommt und das fangt, dann ist das ja dann ein Ditto. So kann man natürlich Ditto farmen und auch einen 100er kriegen.
Dann habe ich mittlerweile jetzt 2 X-Ray-Pässe für die Brücke der Technik am 19. Mai und den Wilhelmsbrunnen am 19. Mai. Und dazwischen liegt eine Stunde. Tja, kann man nicht machen. Denn wir wollten innerhalb von einer Stunde dann von Nibu, Hildburghausen, nach Stuttgart kommen. Und ich weiß nicht, ob der Ismo den für mich mitspielen können, ob der da Zeit hat und ob das überhaupt möglich ist, in einer Stunde von da nach da, oder ob die Arena dann trotzdem zu weit weg ist. Weil da gibt es ja auch immer bestimmte Zeiten, die dazwischen liegen müssen. Hier seht ihr nochmal, also Glückwunsch, Eiverschaf. Da haben wir auch einen Raid gemacht auf dem Weg, als Ismo zur Arbeit musste. Wir kurz ausgestiegen sind am Wilhelmsbrunnen, habe ich auch ein Video dazu extra gemacht noch. Und der Brian hat mich dann eingeladen, weil ich ja die Woche nicht in Hibu war, dass ich trotzdem bei der Brücke der Technik mitmachen kann. Dann haben wir noch einen Westbrit-Raid, der liegt mitten im Wasser. Und das war auch ein richtig heftiger Tag, sage ich mal. Ihr seht, in der App hat es geregnet, aber nicht nur da, sondern es hat generell geregnet. Und das war auch bei einem Teil von der Auf die Dicken Tour, da wird auch ein Video hochkommen, bei der Bring Your Own Pfeffi mit ins Kino Aktion. Und da waren wir auf dem Weg im Prinzip zum Kino, wollten den Raid noch machen, mitten im strömenden Regen, sind dann dahin. Da war wie so eine Anlage, wie ein Hausboot sozusagen, aber doch ein Gebäude, halb im Wasser mit Steg. Und wir sind dahin, haben uns kurz untergestellt, wollten den Raid machen. Und was wir nicht wussten, dass dort eine, dort war geschlossene Gesellschaft, da war eine Hochzeit im Gange. Wir stehen da so draußen, trinken unseren Pfeffi, machen unseren Raid, bis die Leute rauskamen und uns dann natürlich weggeschickt haben und gleich mit Türsteher alles dazu. Das ging dann, war dann richtig brutal. Aber wir haben dazu mehr natürlich dann im Video, wenn es soweit ist. Da seht ihr ja dann, wie das alles abgelaufen ist. Dann der Bullseye Passy hat sich ein Shiny Macholo geschickt, was auch durch den Lucky Trade 100% bekommen hat. Er hat es also gleich mal entwickelt zum Mashok und danach noch zu, so sieht er doch besser aus, zu Machomai. Und gleich gemaxt, richtig gute Sache, 3056 und Bonbons hat er auch noch übrig. In Betheim auf dem Sportplatz zeigt uns der Mitzenmann ein Relaxo, ein sportliches Relaxo. Deswegen ist das auch 100.000 WP, weil das sind nämlich die Wiegepunkte. Und je weniger die WP, desto leichter ist es und desto sportlicher. So könnt ihr euch das merken. Das wiegt noch 891 Kilogramm. Das kann auch bis 2.700, 3.000 Kilogramm wiegen. Das ist natürlich schwer, aber ihr seht, das bewegt sich ja, macht Sport. Das sieht aus wie ein Sit-Up. Dann vom Robby, Yippie, zwar nicht gut, aber wild gefangen, ein Snubbull. Die tauchen ja auch momentan während des Events häufiger auf. Wer noch kein Shiny hat, kann sich da vielleicht noch eins ergattern. Zwar nicht Shiny, aber ansonsten perfekt. Wieder mal der Stefan Landei. Level 17 muss das wohl heißen, die 17 dahinter. Ein 100%iges Griffel auf jeden Fall vom Event geholt. Und auch vom Stefan, wozu raiden, wenn die Dinger einfach aus Eiern kommen? Und ich bin damals meinem Flunkiefer so ewig hinterhergerannt, habe so viele Raids gemacht und er hat jetzt einfach eins aus dem 7-Kilometer-Ei, denke ich mal, bekommen. Also so kann man es natürlich auch machen, wieder wie vorhin, wenn man eben Shinies ausbrütet. Das ist immer was ganz Cooles, ist auch seltener als Shiny-Babys, finde ich. Und last but not least, ein Lundo für No Gym. Ihr kennt ja alle den Begriff Shundo, das ist ein Shiny 100er. Oder ein Lundo, das ist dann ein Lucky 100er. Und dann gibt es natürlich noch Schlundo, ein Shiny Lucky 100er. Und er hat einfach jetzt ein Meisterdetektiv Pikachu als Lucky Pokémon mit 100% sich ertauscht. Ich bin dann wieder zurückgekommen von Stuttgart, von meiner Weltreise und habe natürlich gleich mal die neue Arena ausgecheckt am Busbahnhof Hildburghausen, was ein Stop war, jetzt auch eine Arena ist. Jetzt ist der Busbahnhof und der Bahnhof also eine. Wieder vom Stefan, wieder random getauscht. Mein Junior hat diesmal ein Hundo abbekommen. Da natürlich wieder das Wort und auch Electek zu Elevoltek. Richtig krasses Pokémon, sieht cool aus, ist nützlich, kann man machen. Vom Spooky Swigetti, gerade am Spielplatz Straße der Jugend, ein 100%iges Griffel mit Level 35. Und das stellt das vom Stefan natürlich in den Schatten, weil 35, ihr wisst, ist das Höchste, was man wild fangen kann vom Level her.
Richtig krasse Sache auf jeden Fall. Die Sally Maus hat einen Shiny Cosilla dann gebrütet. Dann habe ich noch einen neuen Stop entdeckt. Wenn der neu ist, Gedenktafel Professor Hertel. Hat auf jeden Fall meiner Meinung nach noch keiner gepostet. Genau wie den Zinksoldat, der auch neu ist bei uns. Also ihr seht, da tut sich auch einiges. Dann vom Kenny nochmal ein zweites Shiny Griffel. In der Gruppe nicht, aber kurz davor hat er auch noch eins bekommen. War er wieder mal wandern. Immer grün im Hintergrund. Sehr schön natürlich. Dann vom Kevin Ray ein Bild. Da haben viele gesagt, boah, du Faker und so ein Schwachsinn und Kacke. Aber das ist angeblich wirklich aus seinem eigenen Pokédex und wird bei ihm einfach als Shiny angezeigt. Und das kann auch sein, denn ich hatte es bei mir auch mal, ich habe einen Shiny Taubsi gehabt im Pokédex und als ich dann auf die Entwicklungen gegangen bin, wurde mir das Shiny Tauboss auch als Shiny, angezeigt, obwohl ich das gar nicht im Pokédex habe. Denn ich habe zwei Taubsi, aber habe keins davon entwickelt, aber die Endstufe war trotzdem als Shiny im Bild da und das bei dem normalen Symbol. Und hier ist ja auch das normale Symbol und nicht das Shiny-Symbol, aber es ist trotzdem als Shiny angezeigt. Aber ihr wisst, Niantic, da gibt es immer Bugs all mass. Kann natürlich alles sein. Dann gerade eben hat der Mitzenmann gestern, glaube ich, noch ein Shiny Griffel gefangen, auch mit einem richtig guten Level und über 1000 WP und gerade getauscht und immer drei Punkte dahinter und einen dicken Arm. Ein 98%iges Giratina in der Urform als Glücks-Pokémon. Das war's jetzt von den Highlights und jetzt haben wir natürlich noch deinen Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Christian Löhr. Der hat nämlich einfach ein 100% perfektes, ja, wie heißt das Ding nochmal? Deoxys in der Verteidigungsform mit 12,99 ist ein gutes Angebot. Würde ich mir sofort zulegen. 15, 15, 15. Und das ist natürlich richtig krass, denn manche, wie gesagt, haben ja noch nie einen X-Raid gehabt. Er schon und er zeigt uns hier, wie das geht. Ein 100% perfektes Deoxys. Das war's aber von meiner Seite aus für diese Woche. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben und natürlich den Schocker der Woche. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.